Jo, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Skywars auf dem GommaD.net 1.9er Server. Wir spielen die Map Dungeon zusammen mit unserem Mitspieler Shanzo. Ja, ihr hört jetzt leider kein Original-Audio, weil ich so dämlich war, gestern Abend aufgenommen habe. Und, ja, das Desktop-Audio und so aufgenommen habe und TS und ihn auch. Aber ich habe anscheinend zu leise gesprochen. Das Einzige, was man am Ende hört, das werde ich euch auch einblenden, ist, ja, da hört man mich irgendwie, da kommt noch ein zweiter Spieler in die, also noch ein weiterer Spieler in die Mitte, dann entscheiden wir uns hochzugehen, die Aufnahme laggt aus irgendwelchen Gründen leider auch. Ja, dann entscheiden wir uns auf jeden Fall hochzugehen, ich sehe unten, dann sind wir da oben und ja, den Zaubertisch und erstmal gucken, was für ein Equipment. Übrigens, ich spiele mit dem TSC Light Doku Craft Texture Pack. TSC Doku Craft Light, irgendwie sowas. Schmeißt er die Axt weg, weil wir ihn nicht mehr brauchen. Ja, probier ihn zu entracken. Das buggt irgendwie leicht und wird nun wieder, wird nun nicht. Das klappt irgendwie nicht richtig. Weil ihr seht ja selbst im Chat, dass irgendwie nicht ganz so hinhaut. Und wir haben das Kit übrigens geholt. Enderschmoll. Weil in der Mitte sind halt die ganzen Kisten und so. Und in der 1.9 sind alle Kits freigeschaltet. Und haben wir, glaube ich, zwei oder drei Kits einfach mal durchprobiert so. Und ja, haben auch eine Runde mal einfach das Zufall-Kit genommen, um mal zu gucken, was da kommt. Und ja, da hatten wir beide voll die dämlichen Kits. Ich glaube, der eine sowas wie Starter-Kit oder nee, irgend sowas in der Art bekommen. Jetzt probiere ich mich hochzubauen, weil ich die Electron unbedingt mal testen möchte. Also, ich bin damit schon geflogen, bloß nicht auf dem Common-Server. Weil auf dem Gommel-Server ist nämlich das Witzige mit der, also nichts Witziges, Traurige mit der Lightroom, so zack, die buggt oder funktioniert gar nicht. Ich habe Leertaste gedrückt gehabt in diesem Moment, es hat einfach gar nicht funktioniert, und ich will probieren halt mit der Lightroom ein Stück zu fliegen. Und was ich auch noch an dem Texture Pack cool finde, seht ihr im Inventar, das Feuerzeug, das bewegt sich so auch hin und her, das ist so ein animiertes Texture Pack, so leicht. Ja, und was machen wir denn? Ja, wir gehen wieder nach oben, gucken, wo die Gegner kommen, gucken uns einmal um. Ja, die Elytron ausrüsten und jetzt warte ich mich darauf, dass der eine Gegner sich in die Mitte baut. Und dann will ich ihn eigentlich richtig cool, hoffe, dass es klappt, ihn da runterschlagen, dass er einfach wieder von der Brücke runterfällt. Und zack, ihr seht, es hat nicht geklappt. Der Typ ist einfach in der Mitte, die frische Gurke, wenn ich das gerade richtig sehe. Ich gönne mir jetzt mal einen Goldapfel zur Sicherheit, weil ich ja gesehen habe, dass die in der Mitte sind. Und irgendwie bin ich der Meinung gewesen, die frische Gurke ist in die Mitte gekommen. Aber das war jetzt sein Teammate. Ja, das hat nämlich geguckt, wieso der da in die Mitte ist. Und ja, keine Ahnung, wieso die Aufnahme so laggt. Ja, gut. Vier Spieler sind wir nur noch, das heißt dieses Team und wir, das Team, wir sind Team 2. Und ja, jetzt ich glaube, wir sollten noch vorzaubern, nehmen, weil der kontrollierte, meinte Shan, lass mal kontrollierte Sprengung machen. Hat aber gerade daran nicht gedacht, dass TNT sich ja selbst anzünden kann. Ich setze Wasser, damit wir keinen Schaden kriegen. So, dann sehen wir aber die unter uns noch. Ich behalte die ganze Zeit das Feuerzeug in der Hand, die will eigentlich die Leiter weiter abbauen, dass die nicht mehr hochkommen an der Seite. Wäre für uns ziemlich praktisch gewesen. Jetzt baut der Typ einfach das TNT ab. Ist ziemlicher Abfuck, aber Goldabwehr haben wir ja immer noch so, falls wir ins 1-1 müssen. Der frische Gurke heißt ja sogar, dann gehen wir runter. Dann kriege ich hier ganz schön, also ihr seht, 5 Herzen, bin ich runter, 4,5, 3 und bei 3 Herzen renne ich dann weg. 3,5 Herzen haben wir jetzt, glaube ich, wieder. Dann renne ich weg. Setze eine Leiter, dann wurde Chan gekillt. Dann war es echt eng. Dann waren 3 Spieler verbleibend. Dann ist ja, da haben sich da unten zwei gebettelt und dann gehe ich da runter und jetzt hört den Schrei. Ja. Ja.